Wir wollen den Hoch- und den Vorderurnutz von Osten her aus dem Schwarzenbachtal weglos besteigen. Zunächst folgen wir einem markanten Bacheinschnitt nach Süden, dann nach Westen und steigen zuletzt auf eine ausgeprägte Rippe, die zum Grat zwischen Hinter- und Hochunnütz führt. Nach dem Übergang zum Vorderunnütz folgen wir für kurze Zeit einem Wanderweg. Dann geht es wieder weglos hinab in Richtung Steinberg. Nach der Überquerung des Baches erfolgt ein erster steiler Aufschwung. Dann wird es flacher und wir laufen in ein herrliches Hochtal. Ein letzter steiler Wegabschnitt und wir erreichen einen schönen Rastplatz. Ihr glaubt es nicht, es hat tatsächlich. Unterhalb der Nordhänge liegen selbst im Juli noch Schneereste. Wir halten auf den Grat zu, der zwischen Hinter- und Hochunnütz hinaufführt. Dies ist unser Gipfelziel, der Vorderunnütz, 2079 Meter hoch. Vorher machen wir noch eine kurze Pause und schauen zum Guffert hinüber. Noch ein kurzer, grasiger Anstieg und wir haben uns die Rast auf dem Hochunnütz verdient. Die Unnützen liegen am Nordende des Aachensees. Gegenüber liegen Seebergspitze und Seekarspitze. Deutlich erkennt man das Christlum-Skigebiet. Die letzte größere Erhebung ist der Joifen. Am Horizont nach Süden erkennt man die Zillertaler Alpen. Das zentrale Hofangebirge zwischen Hoch-Iss und Hofanspitze bildet den Horizont. Schon ist die Pause zu Ende und wir gehen über einen Sattel hinüber zum Vorderunnütz. Vom Sattel führt eine Schlucht nach unten, ähnlich derjenigen, die wir aufgestiegen sind. Ein kurzer Aufstieg führt hinauf zum Gipfelkreuz des Vorderunnütz, das mitten auf einer flachen Wiese steht. Das Bergmassiv der Unnützen besteht aus drei in Nord-Süd-Richtung verlaufenden Gipfeln. Die Gipfel sind von Nord nach Süd der Hinterunnütz, der Hochunnütz und der Vorderunnütz. Topografisch zählt der Unnütz wie der gegenüberliegende Guffert zum Rofan. Am Gipfel halten wir uns nicht lange auf, sondern folgen dem Wanderweg Richtung Steinberg.
Bevor der Weg endgültig ins Tal führt, gibt es einen Aussichtspunkt, von wo aus wir noch einmal unseren Aufstiegsweg einsehen können. Vom Hochtal auf den Grat und weiter den Grat hinauf durch Frofengelände bis zum Gipfel des Hochunnütz. Zwei Kilometer nördlich von Steinberg befindet sich die Wasserscheide zwischen Isar und Inn. Vom Tal aus sind die Unnutzgipfel zwar nicht zu sehen, dafür aber lässt sich sehr schön der Anfang unseres Aufstiegsweges ins Schwarzenbachtal verfolgen. Bei der Ortschaft Aachenwald liegt das Gasthaus zur Marie. Hier haben wir uns eine Stärkung verdient.